willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um das Update mit dem Projekt mit der lieben Doreen. Ihr Kanal ist natürlich in der Infobox und auch in der Infocard verlinkt. Klickt auf jeden Fall gerne mal rein. Und ja, das Projekt 100 Produkte in 2 Monaten erklärt sich, glaube ich, ganz von selber. Wir versuchen 100 Produkte in 2 Monaten aufzubrauchen. Wir hatten uns so ein paar Vorgaben gegeben. Die schreibe ich euch mal in die Infobox. Klickt da gerne mal rein, da seht ihr das dann einmal. Und jetzt würde ich einfach sagen, gehe ich mit euch die Produkte durch, die ich mit reingenommen habe, zeige euch den Stand der Produkte, also die Grammzahl, und zeige euch auch die Produkte, die ich schon aufgebraucht habe in dem Projekt, denn ich bin ganz gut dabei tatsächlich. Ich denke nicht, dass ich alles leer machen werde, aber ich werde auf jeden Fall recht viel schaffen. Und ich starte jetzt einfach mal durch mit der Kategorie Shampoo, wie auch bei dem ersten Video dazu. Das verlinke ich euch auch einmal, falls ihr da reinklicken wollt. Schaut super, super gerne das Video rein, klickt euch auch gerne durch meine Playlisten durch und schaut auch gerne meine Sammlungen, die im Juni online gekommen sind. Viele fragen mich immer nach den Sammlungen und im Juni sind erst durch online gekommen, klickt da gerne mal rein. So, und jetzt würde ich aber sagen, starte ich eben mit dem Projekt und mit den Zahlen. Und zwar habe ich 2 Shampoos mit reingenommen gehabt. Einmal von Garnier, Fructis Schadenlöscher, das kräftigende Shampoo mit Amlaöl und Keraphyl, stark geschädigtes Haar. Das ist hier halt eben ein Shampoo, was ich immer ganz gerne habe. Das habe ich auch schon öfters gehabt und mag das immer sehr, sehr gerne. Das hatte 273 Gramm, hat jetzt noch 132 Gramm, also habe ich 141 Gramm davon aufgebraucht. Aber wie ihr eventuell sehen könnt, ist das eben noch nicht leer. Also das ist noch circa, würde ich sagen, bis hierhin gefüllt. Das geht auf jeden Fall aber jetzt den oder spätestens nächsten Monat dann noch leer. Dann einmal von Herbal Essences das Shampoo, was ich mit reingenommen habe. Und zwar das sulfatfreie Aloe und Hanf Repair and Smooth Shampoo. Das hatte 240 Gramm, hat jetzt noch 175 Gramm. Also habe ich hier 65 Gramm aufgebraucht. Insgesamt, also in der Kategorie Shampoo, habe ich diesen Monat 206 Gramm aufgebraucht. Ja, das Herbal Essences Shampoo mag ich übrigens auch sehr gerne. Dann kommen wir jetzt zu den Spülungen. Und zwar hatte ich da einmal passend zu den Shampoos mit reingenommen gehabt, eben hier Garnier Fructis, Schadenlöscher, einmal die Spülung. Die hatte 231 Gramm, hat jetzt noch 167 Gramm, also habe ich 64 Gramm aufgebraucht. Dann einmal passend eben auch zu dem Herbal Essences Shampoo, hier die Repair and Smooth Pflegespülung. Die hatte 170 Gramm, hat jetzt noch 132 Gramm, also habe ich 38 Gramm aufgebraucht. Und insgesamt bei den Spülungen sind es 102 Gramm gewesen. Dann hatte ich einmal Haarkur mit reingenommen, einfach weil ich da momentan auch sehr, sehr stark am Aufbrauchen bin. Ich habe auch außerhalb des Projektes, ich glaube 3 oder 4 diesen Monat noch zusätzlich aufgebraucht. Da bin ich auch sehr, sehr froh drum, denn ich habe einfach super viel. Zu einem hatte ich ja mit reingenommen, hier von Swiss Super Haar, die Kokosmilch, Haarkur für sprödes und trockenes Haar. Die mag ich eigentlich ganz gerne, also ich mag den Duft ultra gerne. Ich finde aber nicht, dass die mehr oder weniger macht wie eine normale Spülung, also... Ja, die kostet nur, ich glaube mittlerweile nur noch 55 Cent. Ist okay, würde ich mir eventuell irgendwann mal nachkaufen, aber ich mag dann doch lieber, wenn ich schon eine Kur kaufe, möchte ich halt auch, dass sie eine Kurwirkung hat. Und das hatte die jetzt nicht wirklich. Ja, ist okay, aber brauche ich jetzt nicht nochmal, nur dass ich sie da habe. Also wenn, kaufe ich sie nur, wenn ich wirklich, wirklich Lust drauf habe. Dann die 2 Haarkuren von Schwarzkopf Glisskur, die habe ich direkt leer gemacht gehabt. Einmal SOS Intensiv Kur Liquid Silk und einmal Ultimate Repair. Sprödes trockenes Haar, nee, sprödes glanzloses Haar und sehr geschädigtes trockenes Haar, so rum. Hier habe ich den Deckel verloren, warum auch immer, aber die ist komplett leer. Ich mag auf jeden Fall die Ultimate Repair Variante vom Duft her einiges lieber. Von der Wirkung her finde ich, sind beide recht gut. Ja, man kann sie gut verwenden. Hier die 20 ml, die hier drin sind, halten mir auch gut für einmal. Und ich habe halt sehr dickes, sehr langes Haar. Deswegen brauche ich halt eine so Tube für einmal. Ich habe jetzt, glaube ich, doch, ich habe momentan 2 Glisskur Haarkuren da. Diese prachtvolle Kräftigung, die ich reduziert für 30 Cent gekauft habe bei meinem Euroshop. Aber ja, die sind immer mal wieder in den Adventskalendern von meiner Mutter drin, diese Glisskur Haarkuren. Dann verwende ich sie auch. Dann Gesichtsreinigung kommen jetzt schon. Also bei den Haarkuren habe ich übrigens alle leer. Da hatte ich 3 mit reingenommen und jetzt sind alle leer. Gesichtsreinigung, wie gesagt, habe ich hier einmal von Neutrogena das Grapefruit Peeling mit reingenommen gehabt. Das Visibly Clear Pink Grapefruit tägliche Peeling. Das hatte 171 Gramm, hat jetzt noch 148 Gramm, also habe ich 23 Gramm aufgebraucht. Also nicht super viel, aber Peeling verwende ich jetzt auch nicht so oft tatsächlich. Und dann einmal das Visibly Clear Pink Grapefruit tägliche Waschgel.
Das hatte 228 Gramm, hatte so 182 Gramm, also habe ich 46 Gramm aufgebraucht. Und insgesamt bei der Gesichtsreinigung habe ich 69 Gramm leer gemacht. Ich denke nicht, dass ich das leer bekommen werde. Ich habe es jetzt jeden Morgen benutzt und es ist immer noch nicht leer. Deswegen, ja, ich glaube nicht, dass ich das leer bekommen werde. Aber auf jeden Fall ist es dann schon mal gut verwendet. Dann einmal ein Gesichtswasser habe ich mit reingenommen gehabt von Montenavito, das Rosenwasser. Anfang habe ich das wirklich sehr, sehr regelmäßig benutzt und dann hatte ich irgendwie nie Lust drauf, obwohl das sehr, sehr gut ist, mir sehr gut geholfen. Ich hatte das ja so circa 1,5 Wochen regelmäßig in Verwendung und ich habe wirklich eine Veränderung meiner Haut gespürt. 229 Gramm hatte das, jetzt hat es 199 Gramm, also habe ich 30 Gramm genau aufgebraucht. Es ist jetzt circa bis hier leer. Ja, also eine gute Menge aufgebraucht. Man braucht da auch nicht super viel von. Ich habe am Anfang immer viel zu viel genommen. Aber man braucht da echt nicht viel von. Also es funktioniert sehr, sehr gut. Ich verwende das als Gesichtswasserersatz. Wie gesagt, bei der Gesichtswasserabteilung habe ich insgesamt diesen Monat 30 Gramm aufgebraucht. Dann kommen wir jetzt zu den Proben. Da habe ich zu einem eine Gesichtscreme von Balea mit reingenommen gehabt. So eine kleine Tube. Die Gesichtscreme Lovely Moments, normal und Mischhaut. Mit einem Lichtschutzfaktor von 15. Die hatte 26 Gramm, hat jetzt 10 Gramm. Also habe ich hier 16 Gramm aufgebraucht. Die ist auch komplett leer. Fand ich ganz cool, weil die eben Lichtschutzfaktor hatte. War jetzt ganz gut für die heißen Tage. Man konnte die einfach auftragen, war trotzdem so ein bisschen geschützt. Ich bin keine Person, die freiwillig in die pralle Sonne sitzt oder sich sonnen lässt oder so. Ich mag das halt auch nicht. Aber auch im Schatten kommt natürlich die Strahlung hin. Deswegen habe ich die gerne benutzt. Und ja. Die habe ich einmal aufgebraucht. Dann einmal kleine Gesichtscreme-Pröbchen hatte ich aufgebraucht. Einmal von Bär die Feuchtigkeitscreme für alle Hauttypen. Ja, die war okay. War jetzt für mich nichts Spezielles, würde ich mir nicht nachkaufen. Hat mir jetzt nicht so zugesagt. Was ich ganz cool fand, ist hier von Sephora die Hyaluroncreme. Die ist halt recht leicht. Sieht gut ein, hat einen schönen Duft. Wird wahrscheinlich aber recht teuer sein. Was ich richtig toll fand, da würde ich mir sogar überlegen, die mal zu kaufen, gerade für den Winter. Das ist nämlich von Superfood for Your Skin Moisturizing Cream mit, ich glaube, das ist eine Drachenfrucht und Probiotik für trockene Haut. Und die war wirklich reichhaltig und aber sehr, sehr angenehm von der Konsistenz her. Also nicht so extrem fettig, sondern einfach sehr angenehm und man konnte die gut verteilen. Der Duft war gut. Ich weiß gar nicht, ja, hier steht nicht drauf, wie viel drin war. Ich konnte die zweimal benutzen. Müsste ich vielleicht mal gucken, die packe ich mir auch auf die Seite, da gucke ich mal, wie viel die kostet. Und dann habe ich hier noch zweimal von Neutrogena die Hydro Boost, dieses, ja, Aqua Gel, wie heißt das denn? Hydro Boost Aqua Gel, genau, so heißt das. Zweimal aufgebraucht, ist okay für so, ja, sehr heiße Tage, weil es halt sehr schnell einzieht. Aber man spürt halt schon, dass hier sehr, sehr viel Silikon drin ist. Also der zweite Inhaltsstoff ist hier Silikon. Wenn man es halt stark spürt, mag ich es nicht. Deswegen, ja, würde ich mir eventuell mal in groß kaufen, weil es halt sehr gut funktioniert für meine Haut. Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass ich bei längerer Verwendung Pickel davon bekomme. Und dann habe ich hier noch mein, ja, kleines Reinigungsgel aufgebraucht, was ich eigentlich für die Dusche verwenden wollte. Und zwar von Oskia London Renaissance Cleansing Gel. Da habe ich tatsächlich nicht gelesen, wie man es verwendet. Und ich stand dann das erste Mal unter der Dusche und habe das aufgetragen. Dachte ich mir, irgendwas ist komisch. Das soll man nämlich auf trockene Haut geben. Und dann einarbeiten und dann mit Wasser abwaschen. 35 ml waren hier drin. Es hat auch auf nasser Haut funktioniert. Es hat sich halt ein bisschen komisch angefühlt. Es hat ultra schön gerochen, ich finde, nach Rose. Ich würde es mir aber nicht nachkaufen, weil so eine Art von Anwendung mag ich nicht so gerne. Das hat jetzt hier 41 Gramm gehabt, hat jetzt noch 16 Gramm, also hat 25 Gramm aufgebraucht. Und dann habe ich hier eben noch die restlichen Pröbchen in der Gesichtsprobenabteilung. Und zwar einmal The Body Shop Drops of Youth, die habe ich noch nicht benutzt. L'Oréal Paris, hier dieses Hydra Genius Aloe Water, habe ich noch nicht benutzt. Von Sys, die Vitamin Glow Drops, die sind mit Grapefruit. Dann einmal hier dieses Hyaluron Serum von L'Oréal. Zweimal von Galar, hier dieses Abbé Royal Double Air Renew and Repair Serum. Und hier von Shiseido dieses Konzentrat, habe ich eben noch nicht benutzt. Also die muss ich noch verwenden. Insgesamt habe ich bei den Proben, was die Gesichtspflege angeht, 5 Anwendungen aufgebraucht und 41 Gramm. So, dann kommen wir zu der Augencreme. Das ist von Balea die Urea Augencreme und ich habe die wirklich 1,5 Wochen am Stück kontinuierlich benutzt, immer abends. Und hier habe ich aufgebraucht 1 Gramm. Ja, sage ich jetzt nichts zu, also die braucht sich sehr, sehr langsam auf. Man braucht halt auch einfach nicht viel von. Jetzt muss ich hier gerade einmal meine Blätter einmal umdrehen. Kommen wir auf die zweite Seite. So, Augenpads habe ich hier aufgeführt.
Da habe ich zwei aufgebraucht. Einmal von Yuti, iPad Mask, Beauty Boost, Kollagen, Hyaluron und Gold. Die habe ich mir nachgekauft. Ich finde die sehr, sehr gut. Ich fand die wirklich schön. Ich fand die gleich gut wie die blauen. Und ja, die haben keinen goldenen Schimmer hinterlassen. Und finde ich gut. Sehr, sehr schön. Also die haben sehr, sehr gut gekühlt. Die haben sich toll angefühlt. Kann ich weiterempfehlen. Und dann will ich ja unbedingt diese Action Hydrogel Under Eye Mask mal leer machen. Ich gebe halt lieber ein bisschen mehr Geld aus für die Yuti und habe weniger Plastik. Und die von Yuti sind halt auch tierversuchsfrei und vegan. Und die von Action bin ich mir halt nicht sicher, wie das da ist, weil die kommen ja aus Korea, glaube ich. Und da müssen sie, glaube ich, Tierversuche durchführen, damit sie es überhaupt verkaufen dürfen. Und dann habe ich hier eben jetzt noch übrig zweimal diese Under Eye Mask von Action und einmal von Yuti, die Energie-Elixier-Variante. Die mag ich ja nicht so gern, die pinke, deswegen möchte ich die halt auch brauchen. Dann Lippenpflege, da war ich auch sehr, 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 sehr faul tatsächlich. Da habe ich einmal von Balea Raspberry Ice Tea die Lippenpflege mit reingenommen gehabt. Das ist einmal diese hier. Ja, da habe ich genau 1 Gramm aufgebraucht, so sieht die aus. Ist wirklich gut, aber ich habe sie irgendwie nicht verwendet. Sie steht am Waschbecken. Und einmal Essence Coconut Kiss Caring Lip Peeling habe ich tatsächlich gar nicht benutzt. Also nicht ein einziges Mal. Das wiegt also immer noch 34 Gramm. Ich habe also in dieser Kategorie genau 1 Gramm aufgebraucht. Ja, also da muss ich noch ein bisschen was dran machen auf jeden Fall. Aber ich denke nicht, dass ich die Produkte leer bekommen werde, die beiden. Dann kommen wir jetzt zu den Kategorien Masken. Und da habe ich wirklich sehr, sehr fleißig. Und da habe ich tatsächlich bei den Crememasken, bei den Tuchmasken alle aufgebraucht. Ja, und so hatte ich ja zu einem 10 Crememasken mit reingenommen gehabt. Einmal Chocolate and Coffee Self-Heating Clay Facial Mask. War ich enttäuscht von. Der Duft war recht mild und sie hat überhaupt nicht gewärmt. Also ich habe die aufgetragen und sie hat überhaupt nicht gewärmt. Die habe ich an einem Tag benutzt, als es hier sehr regnerisch und kühl war. Ja. Nee, also war, glaube ich, aus Miami, hat die Stefanie mir geschickt gehabt, aber hat bei mir überhaupt gar nichts gemacht. Ja, einmal das. Dann von Garnier Skin Active Matcha und Kaolin Mask, die finde ich gut, die habe ich einmal aufgebraucht. Mehr dazu erfahrt ihr in den Aufgebrauchvideos, das wird uns den Rahmen sprengen. Die Lavera Hautklärende Maske, eine meiner liebsten Maske, habe ich geschafft aufzubrauchen. Von Lovos Heilerde die Anti-Pickel Maske habe ich leer gemacht, ich hatte so ein bisschen ein Problem mit Unreinheiten. Dann von Balea die Maske Peach Ice Tea. Die fand ich gut. Ja, würde ich mir nicht nachkaufen. Dann hier einmal diese Sweet Melon Maske. Da habe ich eine Hälfte fürs Gesicht benutzt und die andere Hälfte dann für die Füße. Das ist eine Cremegel Maske, glaube ich, gewesen. Genau, Cremegel Maske, die könnte man gut für die Füße benutzen. Dann einmal von Shabens die Hanfmaske. Da kann ich tatsächlich gar nicht so viel zu sagen. Eine habe ich für die Füße benutzt, eine fürs Gesicht, weil sie fürs Gesicht nicht so der Hammer war, habe ich sie dann gleich für die Füße dann benutzt. Terra Naturin 2 in 1 Kaffee, Peeling und Maske, das würde ich mir definitiv auch nachkaufen. Bio-Kokosöl und gerösteter Kaffee, ich glaube, die gibt es aber nicht mehr. Ich war jetzt im Müller und ich glaube, die gibt es nicht mehr. Ich komme wahrscheinlich aber, ja, Mitte, Ende August nochmal in den Müller, weil mein Brillenglas hat, bin ja Brillenträgerin und das hat, ja, Kratzer in meinem Sichtfeld und das ist extrem störend und das Brillengeschäft ist halt direkt neben dem Müller, das heißt, ich komme da wahrscheinlich nochmal hin. Von Alverde die Clear Beauty reinigende Maske mit Aktivkohle, die finde ich sehr, 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 sehr gut, die würde ich mir auf jeden Fall auch wieder nachkaufen. Und von Isana die Peeling Maske Feine Poren, die gibt es glaube ich sowieso nicht mehr, ja, ist aber aufgebraucht. Tuchmasken hatte ich 15 mit reingenommen. Zu einem von Tony Moly, einem Aloe Mask Sheet, die habe ich nicht vertragen, warum auch immer. Ich hatte die nämlich schon mal, diese Tony Moly Masken, und habe die super vertragen. Jetzt habe ich die gar nicht vertragen. Ich habe auch die zweite davon mit Aloe schon weitergegeben. Ich hoffe, dass ich die anderen vertrage. Dann habe ich hier jetzt in dem Fall eine Maske, die habe ich noch nicht aufgebraucht. Aber die zähle ich jetzt einfach als aufgebraucht, weil ich die morgen, also für mich am 11. direkt verwenden werde und ich sie dann nicht nochmal aufbewahren muss. Und zwar von Isana die Hydrogelmaske Glow and Shine. Wie gesagt, die werde ich dann bald noch verwenden. Morgen, dann ist sie weg und dann kann ich sie eben auch wegschmeißen und im Aufgebrauchvideo zeigen. Dann von der Beauty Mask Company die Tuchmaske Feuchtigkeit mit Wasserlilie. Schön für mich, das war hier diese LE. Ich glaube, die gibt es auch so nicht mehr, fand ich aber gut. Ich mag die Beauty Mask Company Tuchmasken.
Das gleiche hier auch nochmal in Hyaluron mit Hyaluron-Effekt für anspruchsvolle Haut. Die fand ich echt toll. Also die würde ich definitiv nochmal nachkaufen. Die ist mit Hyaluron und Wasserlilienextrakt gewesen. Dann einmal, die habe ich jetzt tatsächlich heute erst benutzt. Von Garnier Skin Active Hyaluronsaft Fresh Mix Tuchmaske. Das ist hier die blaue. Die finde ich gut. Kann ich weiterempfehlen. Ich glaube, die gibt es aber so nicht mehr. Von Neutrogena die Ageless Boost. Ich muss sagen, die finde ich tatsächlich besser wie die Hydro Boost. Die hat irgendwie mehr für meine Haut gemacht. Ich finde aber trotzdem die von Isana, die Hydrogelmaske Hyaluron, noch einen Ticken besser. Ja, wir sprechen hier von Isana. Kommt die nächste Maske. Und zwar von Isana die Tuchmaske I Love Spring. Hyaluron- und Orangenextrakt war gut, hat aber auf der Haut geklebt. Das gleiche habe ich auch hier gehabt. Bei Balea die Copacabana-Tuchmaske, die hat bei mir auch geklebt. Nicht so extrem wie die von Isana, aber auch so ein bisschen. Aber die roch genial. Ich habe da aber die zweite weitergegeben, weil das jetzt nicht so den Effekt gemacht hat. Ich könnte mir aber vorstellen, eventuell die nochmal zu kaufen, falls ich jetzt nochmal extrem Lust drauf hätte. Dann habe ich hier einmal Elkos Hydro-Tuchmaske und Today Aqua-Tuchmaske. Die Elkos war besser, definitiv. Die Today hat irgendwie so ein bisschen seifig gerochen. Dann von Apieu einmal Peach Sheet Mask mit Peach und Joghurt. Die finde ich sehr, 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 sehr gut. Ich mag die Apieu-Masken. Gibt es bei BB Cream 24. Kann ich euch unten verlinken. Dann von Apieu die Apple Sheet Mask Smoothing. Die finde ich auch richtig schön. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Roch am Anfang so ein bisschen meiner Meinung nach rum. Aber das hat sich dann gegeben und dann roch es süßlich, ja, süß-säuerlich nach Apfel. Dann, oh, verkehrt rum, von The Cream Shop die Coconut All Infused Face Mask. Die finde ich richtig, richtig gut. Ich mag die The Cream Shop Masken sehr, sehr gern. Ich habe hier einen TK Maxx in der Nähe, aber wir gehen super, super selten in die Innenstadt. Deswegen, ja, kann ich das nicht so gut nachkaufen. Wenn ich aber meinen Führerschein habe, werde ich definitiv mal in die Innenstadt fahren, beziehungsweise ins Parkhaus und dann in die Innenstadt gehen und schauen, ob die dort The Cream Shop Masken haben. Dann von China Cosmetics hier die Super Greens Face Mask mit Grünkohl, Spinat, grünem Tee und Apfel. Die war gut. Ich dachte am Anfang so ein bisschen, der Duft, aber die war wirklich nach einer Zeit, hat man das gar nicht mehr gemerkt. Und von It's Skin, oh, jetzt wird mein Bildschirm ganz grün, die LE Mask. Die fand ich gut. Die hatte ich ja reduziert bei BB Cream 24 auch gekauft. Dann kommen wir jetzt zu den Augenmasken. Da habe ich zwei aufgebraucht, da hatte ich fünf mit reingenommen. Einmal die Sana Hydrogel Augenmaske Glitter. Fand ich nicht gut. Mehr erfahrt ihr dazu im Aufgebrauch-Video. Dann von Neutrogena Hydro Boost die Augentuchmaske. Das ist so eine, die hat außen Stoff und innen eben Hydrogel. War ganz angenehm tatsächlich. Kostet aber 3 Euro. Finde ich echt krass. Und dann habe ich hier eben drei, die habe ich nicht geschafft. Einmal die Balea Augentuchmaske. Hier diese, die werde ich, denke ich, bald benutzen, weil das ist super angenehm, ne? Dieses Kühlende. Und dann einmal hier von Schäbens, die Augen- und Lippenmaske. Ihr seht, da habe ich zwei Stück aufgebraucht von vier. Und die Isana Pflegemaske Augen und Lippen, da habe ich drei aufgebraucht von vier. Also die würden, denke ich, auch noch gut leer gehen. Dann habe ich hier einmal Rasurprodukte mit reingenommen gehabt. Und zwar zwei Stück. Einmal habe ich hier von Balea das Rasiergel Tropical Summer. Das sieht so aus mit Maracuja und Pfirsichduft. Das hatte 181 Gramm, hat noch 54 Gramm, also habe ich 127 Gramm aufgebraucht. Das ist leer. Dann einmal von Isana die Enthaarungscreme in Dusch. Ich sehe, da hängt gerade ein bisschen Rasiergel dran, weil das Rasiergel hinten ein bisschen ausgelaufen ist. Die hatte 110 Gramm, hat jetzt noch 36 Gramm, also habe ich 74 Gramm aufgebraucht. Ja, die fand ich überhaupt nicht gut. Ich habe in dieser Kategorie insgesamt 201 Gramm aufgebraucht. Dann hatte ich ein Deo mit reingenommen und zwar von Rexona, das Maximum Protection Invisible Dreifachschutz extra stark. Das hatte 120 Gramm, hat jetzt noch 110 Gramm, also habe ich 10 Gramm aufgebraucht. Und ich hatte das wirklich oft benutzt, denn in der Zeit vom Projekt war ich zum Beispiel bei einer Schwester und da habe ich das täglich benutzt. Und auch hier zu Hause habe ich das oft benutzt. Also das ist recht ergiebig, obwohl es sich wirklich recht leer anfühlt. Ja, einmal das hier. Badezusätze habe ich fünf mit reingenommen und da habe ich tatsächlich noch alle, weil ich einfach da super, super faul war, weil ich ja keine Duschwanne mehr habe, sondern nur noch so eine, ja, so ein Fuß-Sprudelbad und da habe ich irgendwie nie Lust dazu gehabt.
Also habe ich hier noch alle fünf. Einmal das Bübchen allerliebsbad mit Wasserfärbeeffekt. Da darf ich halt dann den Sprudeleffekt nicht anmachen, weil sonst übersprudelt's. Von Balea das Badesalz Over the Cloud mit Mango- und Ananasduft. Dann einmal von Terra Naturi das Fallen Lemon Badesalz. Von Kneipp Kleiner Gruß von Herzen. Und von Kneipp Genieße die kleinen Dinge. Ja, alle fünf noch da zum Benutzen. Dann habe ich hier ein Produkt von Sundance und zwar in der Kategorie Sonnenpflege. Und zwar habe ich hier von Sundance die After Sun Lotion mit reingenommen gehabt. Die hatte 172 Gramm, hat jetzt noch 56 Gramm, also habe ich 116 Gramm aufgebraucht. Insgesamt also in der Kategorie 116 Gramm. Ich mag die sehr, sehr gern. Ich habe momentan aber noch zwei After Sun Lotions da. Einmal von Garnier und einmal von der Marke, wo in der Goodiebox war. Wie hieß die denn nochmal? Weiß ich gerade nicht mehr. Aber finde ich auf jeden Fall gut. Dann hatte ich zwei Seifen mit reingenommen. Davon ist eine leer. Und zwar von Fahr. Hygiene und Frische, die Orangenduftseife. Da hat sich jetzt noch was angesammelt, sehe ich gerade. Ist jetzt nicht dramatisch. 237 Gramm hatte die und jetzt hat die 56 Gramm. Also habe ich 181 Gramm aufgebraucht. Und einmal von Nivea Cream Soft, die Pflegeseife. Die hatte 296 Gramm, hat jetzt noch 220 Gramm, also habe ich 76 Gramm ja schon aufgebraucht. Und insgesamt in der Kategorie habe ich 257 Gramm diesen Monat aufgebraucht. Dann hatte ich ein Parfum mit reingenommen und zwar von Jill Sander, das Sun. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe diesen Flakon verloren, ich hatte das aber aufgebraucht. Ich weiß nicht, wo ich den hin habe, ob ich den aus Versehen weggeschmissen hatte. Oder ob der irgendwo noch in der Tasche liegt. Auf jeden Fall war er nicht in der Tasche von den Projektprodukten. Ist aber aufgebraucht. Ich bin kein Parfum-Benutzer. Ich fand den Duft nicht schlecht, aber würde ich jetzt nicht kaufen tatsächlich. Handcremes habe ich zwei große mit reingenommen gehabt. Einmal von Anatomicals First Hands, die, ja, Creme. Geranium, das riecht so ein bisschen blumig oder soll blumig riechen. Ich fand, es roch nach Kokos. Auf jeden Fall hatte die 44 Gramm, jetzt hat sie 8 Gramm, also habe ich 36 Gramm aufgebraucht. Die ist auch komplett leer. Und dann einmal von Balea die Aroma Handcreme Kokos und Lavendel. Ihr seht da schon, da ist nicht viel weggegangen. Die hatte 84 Gramm, hat 83 Gramm, also habe ich 1 Gramm aufgebraucht. Die habe ich einmal benutzt in der Zeit. Und insgesamt in der Kategorie Handcreme habe ich 37 Gramm aufgebraucht. Dann kommen wir zu den Handcreme-Proben. Da habe ich zu einem von Bär, die Vanille-Kokos-Handcreme, aufgebraucht. Die finde ich sehr, sehr gut tatsächlich. Die würde ich mir auch mal nachkaufen. Der hatte 38 Gramm, hat jetzt noch 12 Gramm, also habe ich 26 Gramm aufgebraucht. Die ist somit auch komplett leer. Dann einmal von Aliqua, Shea Butter und Calendula die Handcreme. Die hatte 30 Gramm, hat jetzt noch 8 Gramm, also habe ich 22 Gramm aufgebraucht. Die hatte ich eine ganze Zeit lang in der Handtasche. Gibt es bei Butni. Dann einmal von Douglas, Home Spa Spirit of Asia, Goji Berry and Bamboo Milk, die Handcreme, die hatte 36 Gramm, hat jetzt noch 10 Gramm, also habe ich hier 16 Gramm aufgebraucht und 26 Gramm aufgebraucht und dann habe ich hier noch von Butni Care, Hand- und Nagelbalsam Camille, ihr seht, das ist noch gut voll, der hatte 36 Gramm, hat jetzt 35 Gramm, also habe ich 1 Gramm aufgebraucht, ebenfalls einmal benutzt. Insgesamt in der Kategorie Handcreme habe ich also 75 Gramm aufgebraucht. Handmasken hatte ich mit reingenommen und zwar eine und die habe ich auch noch von Turn It Up. Die muss ich auf jeden Fall bald mal verwenden. Dann kommen wir jetzt zu den Duschgelen. Da hatte ich auch 6 Produkte mit reingenommen gehabt. Einmal von Balea After Sun Duschgel. Das ist hier mit Cooling Effekt für jede Haut. Das hatte 128 Gramm, hat jetzt noch 35 Gramm, also habe ich 93 Gramm aufgebraucht, wie ihr sehen könnt, leer. Ich liebe das. Das wisst ihr aber auch eigentlich von mir, wenn ihr mich schon länger verfolgt. Dann von El Corina das belebende Duschgel Mango und Orange. Das finde ich auch richtig, richtig gut. Das hatte 115 Gramm, hat jetzt 39 Gramm, also habe ich 76 Gramm aufgebraucht. Finde ich klasse, ich liebe das. Gibt es bei Norma. Dann von Fahr Vitalize and Power Vitamin C und Pink Grapefruit das Duschgel. Das hatte 108 Gramm. Hat jetzt noch 34 Gramm, also habe ich 74 Gramm aufgebraucht. Dann einmal von Duschstars, das Ich fühle mich prickelnd frisch. Das habe ich, ja, ich glaube, 2-3 Mal benutzt. Das hatte 238 Gramm, hat jetzt noch 121 Gramm, also habe ich 17 Gramm aufgebraucht. Und die anderen beiden Produkte, das war einmal von Aveo, die Pflegedusche Nordische Wildbeere und von Balea, das Schönheitsgeheimnisse Duschgel, also die Duschcreme Granatapfel.
Das von Aveo hat es 600, nee, 226 Gramm und das von Balea 208 Gramm. Beide habe ich nicht benutzt in der Zeit, weil ich mich erst auf die konzentriert habe, die halt schon gut leer sind. Ich habe also in der Kategorie insgesamt 260 Gramm aufgebraucht. Dann kommen wir jetzt zu den Duschgelproben. Da hatte ich drei mit reingenommen. Einmal von The Body Shop Strawberry Duschgel. Das hatte ich bei meiner Schwester dabei, als ich dort im Urlaub war. Das hat ja 69 Gramm, hat jetzt noch 17 Gramm, also habe ich 52 Gramm aufgebraucht. Finde ich sehr, sehr gut. So in klein würde ich mir das auch nochmal kaufen. In groß glaube ich eher nicht. Dann von Tracomoon, My Coconut Island. Ich mag den Duft von Tracomoon nicht mehr, den Kokosduft. Ich habe den mal geliebt, aber mittlerweile mag ich den nicht mehr. Hat er 81 Gramm, hat 14 Gramm, also habe ich 76 Gramm aufgebraucht. Wie gesagt, mag ich nicht mehr. Also das ist mir einfach irgendwie zu, ich weiß nicht, zu süß. Ich kann es gar nicht richtig erklären, aber würde ich mir halt nicht nochmal kaufen. War, glaube ich, mal in so einem Set dabei. Und dann einmal von Tracomoon Pretty Rose Hearts. Ihr seht, das hat 82 Gramm gehabt, habe immer noch 82 Gramm, also habe ich da nichts aufgebraucht. In der Kategorie habe ich also insgesamt 119 Gramm leer gemacht. Dann kommen wir jetzt noch zu Peeling. Da habe ich eins mit reingenommen gehabt, und zwar das Tracomoon Papaya Summer. Das hatte 251 Gramm, hat 145 Gramm, also habe ich 106 Gramm aufgebraucht. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Bis hierhin ist das jetzt noch gefüllt. Und finde ich gut. Ich mag die Tracomoon Peelings. Bodylotions hatte ich zwei mit reingenommen. Einmal von Isana, die Make Me Mango Body Butter. Das war auch einer der fünf Produkte, wo leerer war wie halb voll. Die hatte 233 Gramm, hat jetzt noch 41 Gramm, also ich 192 Gramm aufgebraucht. Und die finde ich gut. Ich liebe die. Ich weiß gar nicht, ob sie noch gibt bei Rossmann. Würde ich mir aber tatsächlich wieder nachkaufen, weil ich finde die echt, echt gut. Ist schon die zweite, die ich davon aufgebraucht habe. Und dann einmal von Mineral Beauty System Dead Sea Mineral Body Butter Home Spa Indian Lemongrass. Die hat 291 Gramm gehabt, hat jetzt 277 Gramm, also habe ich 14 Gramm aufgebraucht. Insgesamt also 206 Gramm in dieser Kategorie. Die mag ich gern, die Bodylotion. Dann eine Bodylotion-Probe, und zwar passend zum Duschgel von The Body Shop. Hier die Strawberry Body Butter. Ja, die mag ich gern. Die hatte ich eben auch bei meiner Schwester dann dabei. Habe ich dort aufgebraucht. Und die hat 66 Gramm gewogen. Wiegt jetzt noch 18 Gramm. Also habe ich 48 Gramm aufgebraucht. Dann die Fußcreme von Balea. Ich hatte tatsächlich sehr, sehr trockene Füße jetzt in dem Monat. Von dem Projekt eben jetzt von 15 bis zum 15. Sind für uns vom 10. bis zum 10. Und deswegen ging die jetzt sehr, sehr schnell leer, weil ich die wirklich regelmäßig benutzt habe. Balea Fußcreme Urea vermindert Spannungsgefühle für sehr trockene Füße. Die hatte 109 Gramm, hat jetzt noch 20 Gramm, also habe ich 89 Gramm aufgebraucht. Die ist auch komplett leer, genau. Genauso wie eben auch die Body Butter hatte ich ja gezeigt gehabt. Dann einmal von Balea das Schuh Deo. Das hatte 168 Gramm, hat jetzt noch 110 Gramm, also habe ich 58 Gramm leer gemacht. Ich denke, dass ich es leer bekommen werde. Wenn ja, wäre es wirklich sehr, sehr viel Glück. Fußmasken hatte ich zwei mit reingenommen, beide von B-Routine. Einmal die Cooling-Fußmaske und einmal die SOS-Pflege. Ja, finde ich beide sehr, sehr gut. Die kühlende würde ich mir eher nicht nachkaufen. Die war anfangs sehr kühl, die war auf so einer Gelbasis. Aber wirklich lang hat das jetzt nicht gekühlt. Sind beide leer. Also in dieser Kategorie Fußmasken habe ich beide Anwendungen leer gemacht. Fußbäder habe ich stattdessen tatsächlich nur eins gemacht, und zwar von Barfuß, das Fußbadesalz-Ananasduft. Liebe ich und habe ich auch wieder nachgekauft. Ja, ich mag das sehr, sehr gern. Ich habe zwar noch sehr, sehr viel Badezusätze da, aber einmal habe ich es mir tatsächlich nachgekauft. Und was ich eben nicht geschafft habe, ist hier von B-Routine Fresh Bubble Fußbad, kühlendes Fußsprudelbad. Ja, das habe ich halt noch nicht benutzt gehabt. Genau, das muss ich auf jeden Fall noch tun. Und in dieser Kategorie Fußbäder habe ich eben eine Anwendung leer gemacht. Insgesamt habe ich jetzt noch ein Gewicht von 3401 Gramm mit eben den Verpackungen und 21 Anwendungen. Und aufgebraucht habe ich jetzt über diesen Monat hinweg 2032 Gramm und 41 Anwendungen. Also ich war ganz gut dabei. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was ich noch schaffen werde. Ich habe von den 100 Produkten 60 Produkte aufgebraucht. Ich denke, dass so 5 Produkte übrig bleiben werden, wo ich dann nicht schaffen werde. Also so jetzt vom Stand momentan, was ich so denke. Ja, ich denke, 5 Produkte, 5, 6 Produkte werden übrig bleiben. Aber ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt auf das Update von der lieben Doreen. Wenn das schon online sein wird, verlinke ich euch das natürlich einmal. Klickt da auf jeden Fall super, super gerne rein. Ich bin sehr, sehr gespannt, was die so an Grammzahl aufgebraucht hat.
Und ich hoffe natürlich, dass euch dieses Video hier gefallen hat. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis bald. Ciao.